Hallo, wie schön, dass du heute reinschaust. Wir wollen heute mit dir wieder eine schöne Kinder-Yoga-Stunde machen, und zwar zum Thema Schatzsuche. Aber bevor wir damit anfangen, begrüßen wir uns wie immer erstmal mit Namaste und dreimal Om. Für das Namaste geben wir die Hände vorm Herz aufeinander, sagen dann auf drei Namaste und verbeugen uns ein kleines bisschen. Eins, zwei, drei. Namaste. Prima. Jetzt kannst du Daumen und Zeigefinger aufeinander geben und dann die Hände auf deine Beine legen, wenn du gut sitzt. Dann kannst du die Augen für einen Moment schließen. Mal spüren, wie sich dein Körper gerade anfühlt, ob du wirklich gut und bequem sitzt, ob dein Rücken schön gerade ist. Und dann machen wir gleich dreimal Om. Lass uns beginnen. Unsere Schatzsuche beginnt nicht dort, wo der Schatz schon liegt, sondern erstmal auf einem Schiff. Wir kommen also auf unserer Yogamatte zum Stehen. Räum dein Kissen weg, falls du eins hattest. Und dann stellen wir uns hin, und zwar in einer ganz bestimmten Stellung, die heißt Krieger 2. Vielleicht sind wir Piraten, ja, dann kann es der Pirat Nummer 2 sein. Ein Bein ist vorne, das andere Bein ist hinten und der Fuß steht quer. Schöner großer Schritt, nochmal den Schritt ein bisschen größer, Johann. Das vordere Bein ist gebeugt und die Arme sind waagerecht. Und dann können wir nach vorne schauen, denn da wollen wir ja hinfahren. Dann wackelt es vielleicht auch so ein bisschen auf dem Meer. Das Boot schwankt. Wir fahren und fahren. Wir sind aber tatsächlich nicht alleine an Bord unseres Schiffes, sondern wir haben unsere Lieblingstiere mitgebracht. Welches Tier hast du mitgebracht? Einen Hund. Ich habe eine Katze mitgebracht. Und du? Eine Maus. Okay. Jeder von uns geht jetzt mal in die Yoga-Stellung, die sein Lieblingstier beschreibt. Du gehst in den Hund, Gesäßbein nach oben, Füße aufstellen. Jawohl. Der Johann ist in der Maus und ich bin in der Katze. Und diese drei Yoga-Figuren, die kann man auch ganz toll miteinander verbinden. Dazu fangen wir alle dreimal in der Maus an. Das Gesäß ist auf den Fersen, die Arme langgestreckt, der Körper ruht sich aus. Und dann atmen wir ein und kommen nach oben in den Vierfüßlerstand, in die Katze. Wir stellen die Füße auf und beim nächsten Ausatmen schieben wir den Bops weit nach hinten oben in den Hund hinein. Wenn wir einatmen, kommen wir zurück in die Katze. Und beim Ausatmen wieder in die Maus. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Mach das so, wie dein Atem fließt. Einatmen in die Katze, aus in Hund oder Maus. Okay, dann treffen wir uns alle in der Katze wieder. Da kann man sich noch mal ein bisschen ausschütteln. Okay, prima. Wenn wir so auf unserem Schiff fahren, müssen wir natürlich auch wissen, wo es hingeht. Und um uns zu orientieren, schauen wir tagsüber, wo die Sonne steht. Da kommen wir in die Yoga-Stellung, Sonne ganz weit, die Arme und die Beine ausstrecken. Und was machen wir, wenn die Sonne nicht scheint? Dann ist es hoffentlich Nacht und es scheint der Mond. Vielleicht ein Vollmond, vielleicht ein Halbmond. Seite, je nachdem, ob er gerade abnehmend oder zunehmend ist. Und wir haben natürlich auch noch die Sterne, die funkeln, unter denen wir uns orientieren können. Im Moment allerdings ist es super neblig und wir sehen überhaupt gar nichts. Lass uns also den Nebel mal wegpusten. Wir nehmen die Hände an den Mund und pusten in alle Richtungen.
es wird schon besser. Weiter pusten. Gleich geschafft, ein bisschen noch. Ja, geschafft. Jetzt könnt ihr endlich was sehen. Und was sehen wir? Da ist Land in Sicht. Wir sind gleich da. Super. Unser Schiff ist leider zu groß, um bis genau ans Land zu fahren. Deswegen springen wir ins Wasser und schwimmen an Land. Ein paar große Schwimmzüge. Ein bisschen müssen wir noch. Genau, man kann noch kraulen, je nachdem, was man so schwimmen kann. Noch ein Stück, noch ein Stück. Gleich haben wir es geschafft. Wir sind da. Boah, das war anstrengend. Lasst uns erstmal für einen Moment hier im weichen Sand ausruhen. Lasst uns noch einmal richtig tief durchatmen. Während wir so die Augen zu haben, träumen wir von einem Schatz, der hier auf dieser Insel liegt, auf der wir gelandet sind. Und jetzt wollen wir diesen Schatz natürlich auch finden. Das heißt, wir stehen auf und machen uns los auf Schatzsuche. Wo könnte der Schatz wohl sein? Wir schauen uns erstmal um. Wir gucken uns erstmal an, wie diese Insel eigentlich aussieht. Wir schauen bis ganz nach hinten der rechten Seite und auch bis ganz nach hinten auf der linken Seite. Im Moment kann ich noch keinen Schatz erkennen, aber der Traum hat uns gesagt, er wird irgendwo sein. Was ich aber gerade gesehen habe, ist da eine kleine Meeresschildkröte und die ist im Sand halb verbuddelt. Der müssen wir natürlich helfen, da wieder rauszukommen. Dazu gehen wir in die Stellung Schildkröte. Komm noch einmal zum Sitzen. So. Die Beine sind ein Stückchen vor dem Körper. Und du gehst mit deinen Armen von innen unter den Beinen durch und außen an die Füße dran, wenn du hinkommst. Dann können die Füße zueinander zeigen. Und dann kannst du dich so nach unten räkeln. Und dann ist unser Rücken genauso gewölbt wie der Panzer einer Schildkröte. Und jetzt hatte ich ja gesagt, diese Schildkröte war eingebuddelt. Das heißt, wir müssen sich jetzt ein bisschen freibuddeln. Den ganzen Sand wegschaufeln. Jetzt kann die Schildkröte weiter ins Wasser kriechen. Sehr gut. Jetzt haben wir aber unseren Schatz noch nicht gefunden. Das heißt, wir gucken weiter. Können wir auch mal im Sitzen schauen. Sehen wir den Schatz irgendwo? Irgendwo. Ich sehe immer noch keinen Schatz, aber ich habe einen Pfeil gefunden, aus Stöcken gelegt. Der zeigt doch bestimmt in die Richtung, in der der Schatz ist. Es gibt auch zum Stock eine Yoga-Haltung, die geht so. Wir setzen uns mit weit ausgestreckten Beinen hin, die Beine ganz gerade, die Zehen ein bisschen rangezogen. Und dann stellen wir die Hände neben uns auf den Boden und dann machen wir uns ganz fest wie einen Stock. Rücken ganz gerade nach oben, die Beine ganz gerade nach vorne, ganz fest wie ein Stock. Nur nicht so fest, dass wir nicht mehr atmen können. Atmen ist wichtig. Also nach wie vor gut atmen, die Füße schön zusammen. Jetzt sind wir ein Stock. Und dieser Stock zeigt uns die Richtung, in die wir gehen müssen. Also lasst uns ein Stück gehen. Gehen ein Stück in die Richtung. Johann rennt sogar, ganz besonders eilig zum Schatz zu kommen. Ich gehe lieber ein bisschen langsamer rein. Jetzt muss man auch immer mal über irgendwas drüber steigen. Baumwurzeln. Und man muss sich durch hohes Gras arbeiten. Boah, ist ein ganz schön schwieriger Weg. Aber da vorne, da sehe ich einen einzelnen Baum. Lass uns mal in den Baum gehen. In den Geschichten sind doch die Schätze meistens unter Bäumen vergraben. So den Baum, ein Bein am anderen Oberschenkel. Ich habe einen kleinen Baum. Man kann den Baum natürlich auch bis ganz hoch machen. Super. Lass uns also weitergehen zu diesem Baum. Gut, wir kommen noch gar nicht hin bis zum Baum. Hier ist ein Fluss. Aber ich sehe, da ist eine Brücke. Lass uns also auch noch in die Brücke gehen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du jetzt eine Yoga-Brücke machen kannst. Johann und Mathilda zeigen dir schon mal zwei davon. Eine relativ einfache Möglichkeit ist, aus dem Sitzen heraus, so die Hände aufgestellt, den Po anzuheben. Mathilda zeigt eine schwierigere Möglichkeit. Dazu musst du dich hinlegen, die Hände hinten an deinem Kopf aufsetzen mit den Fingerspitzen in Richtung Schultern und dann den Po anheben und auch den Brustkorb. Das ist schon ein bisschen schwieriger und anstrengender. Ich habe auch noch eine dritte Möglichkeit für dich. Auch die beginnst du im Liegen mit aufgestellten Beinen. Die Arme bleiben aber hier lang am Körper und du hebst von hier aus deinen Po nach oben. Das geht auch. Ja, so wie es in echt auch verschiedene Brücken gibt, können wir auch verschiedene Yoga-Brücken bauen. Gut, dann sind wir also über die Brücke drüber weg. Ein kleines Stückchen müssen wir noch. Ein Stückchen gehen wir noch. Und dann stehen wir fast vor dem Baum. Aber an diesem Baum sitzt ein Löwe. Und er sagt uns, ihr kommt nicht einfach so an den Baum. An den Schatzbaum kommen nur Kinder, die brüllen können wie Löwen. Lass uns das doch mal ausprobieren. Wir setzen uns auf unsere Unterschenkel, ja, gehen in den Fersensitz. Die Hände kommen vor die Knie. Ja, so sitzt nämlich der Löwe. Und dann brüllen wir auf drei ganz laut wie ein Löwe. Eins, zwei, drei. Wow! Das war schon sehr gut. Der Löwe ist schon ein wenig beeindruckt, aber ich fürchte, einmal müssen wir noch. Streck die Zunge beim Brüllen ganz, ganz weit raus. Wieder auf drei. Eins, zwei, drei. Wow! Oh ja, jetzt ist der Löwe richtig beeindruckt und macht den Weg frei zu unserem Baum. Wir gehen nochmal in die Stellung Baum. Denn wir hatten ja eben das eine Bein oben, wir können aber auch das andere Bein nach oben nehmen. Ja, komm also nochmal in den Baum, stell dich stabil auf dein anderes Bein und mach die Arme so, wie du als Baum aussehen möchtest. Ob du klein bist oder groß mit einer Spitze oder groß mit einer ganz weiten Krone. Es gibt ganz viele Möglichkeiten wieder im Baum. Okay, super. Wir sind beim Schatzbaum angekommen. Aber der Schatz liegt jetzt nicht einfach so rum. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen graben müssen. Los, kommt mal zu mir ran. Wir graben hier. In der stehenden Vorwärtsbeuge hinstellen. Nach vorne beugen und buddeln. Da ist die Kiste. Da ist unser Schatz. Juhu. Wir schauen mal rein, wie unser Schatz. Wir haben verschiedene Sachen drin. Da du jetzt in deinem Zimmer vielleicht nicht gleich einen Schatz gefunden hast, überleg doch mal, was dein Schatz sein könnte. Wir haben kleines Spielzeug, tolle Steine, große Nüsse, ein Bonbon. Schöne Figur. Überleg mal, was dein Schatz sein könnte. Drück mal Pause auf dem Video und hol dir schnell deinen Schatz, denn den brauchen wir jetzt für die Entspannung am Ende. Nehmt ihr euch mal euren Schatz? Ich habe meinen. Okay. Eine Sache musst du dir aussuchen. Und die anderen packen wir wieder hier rein. Und wer seinen Schatz hat, darf sich auf den Rücken legen für die Entspannung. Legt ihr euch hin? Du darfst dich auch hinlegen, ganz gemütlich. Und tu den Schatz auf deinen Bauch. Auf den Bauchnabel legen, ungefähr, muss nicht genau der Bauchnabel sein, so dass er auch nicht runterkullert, falls du einen runden Schatz hast. Und dann mach mal die Augen zu. Und spür mal das Gewicht von deinem Schatz auf den Bauch. Und spür auch mal, wie sich dein Schatz bewegt, wenn du atmest. Spür da mal ganz genau hin.
ob der Schatz relativ ruhig liegt oder ob er vielleicht ein kleines bisschen hin und her kullert, wenn du atmest. Atme schön tief in den Bauch ein und aus, damit der Bauch richtig hoch geht beim Einatmen und runter beim Ausatmen. Und wenn du so tief ein- und ausatmest, dann wird dein Körper ganz ruhig, der wird ganz entspannt. Merkst du das, dass deine Arme ganz ruhig werden und deine Beine ganz ruhig werden und dein ganzer Körper ganz ruhig wird? Atme noch dreimal so tief ein und aus. Sehr schön. Damit sind wir mit unserer Schatzsuche für heute schon wieder am Ende angekommen. Komm noch einmal kurz nach oben zum Sitzen, damit wir uns voneinander verabschieden können. Setz dich wieder ungefähr so hin, wie du am Anfang der Yogastunde gesessen hast. Ganz bequem. Vielleicht so mit gekreuzten Beinen, vielleicht auch im Fersensitz, so wie das für dich gut funktioniert, wie du stabil sitzt und auch aufrecht sitzen kannst, damit du genug Luft bekommst. Und dann sagen wir gleich auf drei wieder Namaste und geben die Hände vor unser Herz. Eins, zwei, drei. Namaste. Nimm wieder Daumen und Zeigefinger zusammen, leg die Hände auf deine Beine ab. Schließ die Augen, atme nochmal tief ein und aus. Atme ein für das Om. Dass du heute mit uns auf Schatzsuche warst. Wir freuen uns, dass du mit dabei warst und wir hoffen, dass wir dich bald einmal in einem anderen Video wiedersehen. Tschüss!